heute haben wir den UNU, den Klassiker unter den Elektrorollern. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon. UNU ist ein Startup aus München, ist glaube ich 2013 gegründet worden und die haben aus China die Idee mitgebracht, dass ja eigentlich Elektroroller eine super Sache sind, auch für Deutschland. Das Besondere an UNU ist, die verkaufen das Fahrzeug, den UNU, den gleichnamigen UNU, nur online. Das heißt, ihr könnt euch den UNU online konfigurieren und bestellen. Die Jungs kommen von der TU hier aus München, junges Gründerpaar, super motiviert und versuchen die Mobilitätsbranche mit ihrem Fahrzeug zu revolutionieren. Und wir testen heute den UNU und erklären euch, was er kann. Also schauen wir uns mal an. Der UNU ist eigentlich, ich sag mal, wie eine Vespa 2.0. Klein, süß, cooles Design, made in Germany. Und er kann zwei Leute sitzen. Er hat vorne eine Scheibenbremse, hinten eine Trommelbremse. Es gibt ihn in drei Versionen, 1000 Watt, 2000, 3000. Die unterscheiden sich in der Beschleunigung. Die 3000 Watt Version hat einfach mehr Power. Die 1000 Watt Version ist mehr so zum gemächlich fahren. Wir haben hier die 2000 Watt Version, also die mittlere Version, die wir nachher mal Probe fahren, würde ich sagen, wie die sich so anfühlt. Die Reichweite ist bei allen gleich. 50 Kilometer mit einer Batterie und 100 Kilometer mit zwei Batterien. Zur Batterie sagen wir gleich noch mehr. Ansonsten, wie bei allen Elektrorollern, maximale Geschwindigkeit ist 45 km/h. Das ist gesetzlich abgeregelt, damit ihr es auch mit dem normalen Führerschein fahren könnt. Ja, ansonsten, was ist besonders beim UNU? Rundes Licht, analoger Tacho, hinten einen kleinen Laderaum und er hat einen Elektromotor in der Hinterachse. Er wiegt insgesamt nur 60 Kilo, also sehr leicht. Jetzt zeigen wir mal, wie das mit der Batterie funktioniert, weil das Geniale am UNU ist, du kannst ihn überall parken und du kannst die Batterie rausnehmen. Dazu dreht man hinten einfach das Schloss und so, hier ist das Batteriefach. Genau, da passen zwei Akkus rein. Hier haben wir noch die Farben. Den UNU gibt es, wie gesagt, in 6 Farben. Grün, blau, schwarz, was haben wir hier? Mattgrau, rot und cremefarben. Also da ist für jeden was dabei. Kann man sich im Internet konfigurieren und bestellen oder halt über uns, ELECTRIQUE. Wir machen den Vertrieb für Geschäftskunden in München. Weil, so, wie funktioniert das mit dem Laden? Das Coole beim UNU ist, du nimmst die Batterie raus und kannst ihn oben in deiner Wohnung laden. Die Batterie sieht so aus. Das ist quasi eine Box, 29 Amperestunden Batterie mit Panasonic-Zellen und hat 50 Kilometer Reichweite. Also die Batterie bringt genug für 50 Kilometer. Du lädst die mit dem Ladegerät quasi in der Wohnung einfach in die normale Schuko-Steckdose einstecken. Das Ding, der Stecker kommt in die Batterie rein, kannst du mitnehmen, im Büro laden, zu Hause laden, überall. Super easy. So, jetzt bauen wir die mal ein. Also wir haben die jetzt über Nacht oben geladen, ist 100% voll. Einfach hier den Eimer reinsetzen. Ja. So, Stecker drauf. So, Klappe zu. Wie gesagt, hier kann man noch eine zweite Batterie reinmachen. Wenn die leer ist, steckt man es einfach um. Wir machen es jetzt anders. Wir nehmen das Ladegerät mit, weil wir heute im Büro vielleicht laden werden noch. Deswegen kommt einfach das Ladegerät rein. Haben wir jetzt nicht so ordentlich gemacht. Aber es ist auf jeden Fall Platz. So, Klappe zu. Hier sieht man Tacho von 0 bis 60. Wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit 45. Wir haben jetzt 1300 drauf. Es ist ein Probefahrtmodell ausgeliehen. Und hier ist der Batterieladestand. Jetzt schalten wir ihn an. So, wie man sieht, LED-Licht macht. Hier ist der Ladezustand, 100% vollgeladen. Ansonsten ist es wie ein normaler Roller. Hier ist Licht, Fernlicht, Blinker und hier die Hupe. Genau. Wir gehen jetzt mal auf eine kleine Probefahrt und schauen mal, was das Ding auf der Straße kann. Super. Und los geht's, auf unserer Probefahrt. Total einfach zu fahren. Man muss eigentlich gar nichts können. Wer Fahrrad fahren kann, kann auch UNU fahren. Rechts ist der Gashebel und man hat zwei Bremsen. Und ja, wenn man beschleunigt, geht es direkt richtig ab. Sorgen schwer, ich bin völlig weggetreten. Ich bin mich selbst nicht mehr. Ich will auf 15 Meter ins kalte Wasser springen, damit ich wieder.
noch ein paar Details sagen. Also was wirklich klasse ist, ist der Antrieb. Das Ding geht ab aus dem Stand. Man hat das ganze Drehmoment anliegen vom Anfang. Das heißt, selbst wenn man nur 2000 Watt hat, das hört sich jetzt nicht so viel an, ist die Beschleunigung echt rapide. Also ich sage, das ist wie ein i3 auf zwei Rädern. Und das Beste ist einfach das Fahrgefühl. Das muss man einfach ausprobieren. Hier, das haben wir schon gesehen. Schlüssel aus, Stauraum. Die Helme kann man leider passen nicht mehr rein, aber es gibt hier so Haken. Kann man es drum machen. Helme dranhängen. Klappe zu und dann abschließen. Und man kommt nicht dran. Das heißt, so kann man den UNU stehen lassen. Man kann ihn überall parken, das ist das genial. Du kannst ihn da hinstellen zu den Fahrrädern, du kannst ihn in deine Garage stellen und du brauchst eigentlich keinen Parkplatz mit Steckdose und du bist mobil wie ein Fahrradfahrer. Ja, ich würde sagen, jetzt lassen wir mal unseren ersten Kunden hier testen, was er zum UNU sagt. Ja. Oh. Und was? Das funktioniert jetzt, oder? Oh. Ja. Los geht's! Geil! Also besonders Beschleunigung ist wirklich beeindruckend. Also sehr positiver Eindruck, kein Verpestung, kein Geräusch. Und macht Spaß mit dieser Beschleunigung auf jeden Fall. Was wir jetzt noch probieren, ist, ob der UNU auch für zwei Leute geeignet ist. Wir haben ja schon gesehen, Xavier hat Probleme vorne alleine. Er ist einfach zu lange Beine für diesen kleinen Roller, der wahrscheinlich von Chinesen mal ursprünglich entworfen wurde. Und jetzt probieren wir es mal zu zweit. Also Xavier, setz dich mal hinten drauf. Wir gehen noch was essen. Wow, okay, ja, man merkt schon, die Federung taucht gut ein. Fertig? Jo. Fertig. Wo soll ich meine Beine lassen? Ausstrecken. Macht Spaß. Aber der fährt, ne? Ja, ja, ja. Nicht so schnell, aber. Ich sitze ein bisschen auf dem Kofferhalter, wie sagt man. Ab hier die Fahrt. Ja, ein bisschen langsamer als alleine. Ich bin nicht so schwer. Ich spüre mein Herz pulsieren. Teil von mir, elektrisches Gefühl. Ich bin völlig schwerelos, elektrisches Gefühl. Wie beim ersten Atemzug, elektrisches Gefühl. Und die Stimme, die mir sagt, heute wird ein guter Tag. Heute wird es gibt Rekuperation, ja? Bei Bremsen gibt es Rekuperation? Ja, ja, wenn du bremst, rekuperiert der. Das Verrückte ist ja, man kann 100 Kilometer fahren, das kostet glaube ich 70 Cent. Der Akku fasst 1,2 Kilowattstunden Strom. Das heißt, damit kommt man 50 Kilometer weit. Und wenn du das mal einen Strompreis von 25 Cent rechnest, dann bist du bei 30 Cent. Nee, dann bist du ja 30 Cent für 50 Kilometer. Also 60, 70 Cent für 100. Also das ist unschlagbar günstig. Du kannst quasi umsonst überall hinfahren. Und ohne Emissionen, ohne Geräusche. Okay, Vorsicht, geh weiter. Auch emissionsfrei unterwegs. Wuhu! Das ist jetzt Vollgas. Wenn mich tausend Sorgen quälen und sie mich nach unten ziehen, es ist besser loszulassen, als dran kaputt zu gehen. Ich nehme was mir Angst macht und ich schreibe es auf Papier. Ich sitze jetzt auf dem diese Eisending. Aber gut, wir haben unsere Döner gefunden. Hier ist der Döner, genau. Hier Ständer raus, ausmachen. Du kannst überall parken. Das find, also ich als Autofahrer, ich bin eigentlich kein Scooterfahrer, finde ich jetzt das Geniale, dass du einfach die Kiste überall hinstellen kannst. Nimmst deinen Akku mit und lädst ihn, ne?
Also, weil mit dem Auto hast du hier immer ein Parkplatzproblem. Du kennst es ja, ne? Ja. Alright. Nicht auf dem Baum. Du paysage et de l'environnement. Profitez de l'environnement sans le polluer. Vas-y, klaxonne un petit coup. Ihr seid jetzt 24 Kilometer UNU gefahren, die Batterie ist nicht mehr ganz frisch, das heißt, wie lade ich den jetzt eigentlich? Wir haben hier ein schönes Setup, wir haben zwei Möglichkeiten, das wollte ich euch kurz zeigen. Die Batterie ist ja unter dem Sattel, das haben wir schon gezeigt. Das heißt, ihr macht einfach mit dem Schlüssel den Sattel auf. So, hier ist die Batterie jetzt drin. Hier ist sie mit angeschlossen, mit diesem blauen Kabel. Wenn ihr es aufmacht, könnt ihr die Batterie einfach rausnehmen. So sieht die aus, wiegt 8 Kilo ungefähr. Das heißt, man kann die locker tragen. Also ich wohne im vierten Stock, das ist kein Problem. Und steckt die dann oben einfach in der Steckdose an. Hier sieht man den Ladezustand. Wir haben jetzt 3 von 5 Strichen. Wenn ihr aber eine Steckdose in der Nähe habt, lasst ihr die Batterie einfach drin. Steckt euer Ladegerät an die Steckdose. Hier haben wir es gemacht. Genau, hier Verlängerungskabel aus dem Fenster rausgezogen. Ladegerät angesteckt. So, hier einfach rein, wie ein Computerkabel. Hier kann man es an- und ausmachen. Jetzt nehmen wir einfach den blauen Stecker und stecken den in die Batterie. So, hier, gucken, dass es passt. Dran. Wir sehen rote LED und der Lüfter läuft. Das heißt, wir wissen, dass es läuft. Das Ding besser ins Trockene stellen. Wir stellen das jetzt hier unter das Dach. Klappe zu. Ja, und jetzt lädt er, ne? Das heißt, wenn wir in 1-2 Stunden wiederkommen, ist das Ding wieder voll. Und wir haben wieder die volle Reichweite. Ne? Also die drei wirklich Top-Dinger über den UNU, über den Elektroroller sind: A, es macht einen Riesenspaß zu fahren, man schwimmt im Verkehr mit, man überholt an der Ampel die anderen Autos, man ist schneller als ein Fahrradfahrer. Also es macht einfach wirklich Spaß, dieses Drehmoment, und der geht einfach ab. Das zweite ist, es ist super flexibel, man kann überall parken, man kann die Batterie rausnehmen, zu Hause laden. Und man hat quasi keine Einschränkung, man ist nicht begrenzt wie beim Elektroauto, das ist also ein super Einstieg. Ja, und drittens ist einfach das Design und der Preis super, ne? 1700 Euro als Einstiegsprodukt für die E-Mobilität kann man eigentlich nichts falsch machen. 2 Jahre Garantie, also es ist viel günstiger als ein Auto und es ist echt eine sehr gute Alternative zu öffentlichen oder zum Fahrrad. Was verbesserungsfähig ist, sage ich mal, die Qualität ist okay. Ist halt so ein bisschen Plastik, ne? Man merkt halt chinesische Produktion, da kann UNU bestimmt noch eine Premium-Version drauflegen, und für manche Fahrer, wie für den Xavier, ist einfach hier der Lenker recht tief, bei mir geht's jetzt, aber dann kommt man an den Lenker dran, das heißt für große Leute nur bedingt geeignet, also ich glaube ab 1,90 solltet ihr unbedingt eine Probefahrt machen. Letztlich, was UNU vielleicht bei der neuen Version noch anders machen kann, ist ein LED-Scheinwerfer einbauen, die Lampe ist ein bisschen begrenzt. Und der Tacho ist sehr schön, analog, aber vielleicht ein bisschen digitaler für die Zukunft mit App. Dann ist UNU auch quasi wieder voll im digitalen Zeitalter dabei. Aber insgesamt kann man sagen, tolles Ding, macht Spaß und unbedingt empfehlenswert.